Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing Planet. Andere Musik, oben ein paar Tannenzweige und ein neuer Spot. Das heißt, das Update ist tatsächlich heute released worden. See des Weißen Elchs in Alberta. Und da werden wir natürlich gleich erstmal hinreisen. Aber erstmal gucken wir uns an, was an Equipment neu dazugekommen ist. Denn da sind tatsächlich ein paar Sachen neu. Ich glaube, bei Ködern gar nicht mal. Aber bei den Crankbaits, da gibt es ganz viele neue. Mit einer größeren Tauchtiefe von 3,5 bis zu 9 Meter. Die aber alle erst ab Level 20, 21 und 22 verfügbar sind. Das heißt, die 20er konnte ich mir schon kaufen. Die anderen noch nicht. Brauchen wir aber noch nicht. Auch wenn ich gern tiefere Köder hätte, aber werden wir dann noch zu gegebenen Zeitpunkt machen. Für heute kommen wir auch mit den anderen aus. Und ansonsten gibt es hier noch neue Spulen. Irgendwo werden hier sein. Hier die Hornet Swarm 4000 und die Hornet Swarm 6000. Noch neue Baitcaster, dementsprechend auch neue Routen. Aber könnt ihr euch gerne alles selber durchgucken und entscheiden, ob ihr damit angeln wollt. Ich habe jetzt keine neuen Sachen gekauft. Denn ich komme auch ohne aus. Was aber auch neu ist, ist hier unser schöner Weihnachtsmantel. Trägt leider nicht ganz so viel Equipment mit, deshalb, ich habe den jetzt gerade angezogen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie was Wichtiges vergessen habe. Macht aber nichts, wenn wir das vergessen hätten, denn tatsächlich können wir bis zum, ich weiß nicht wie viel, Anfang Januar irgendwann, können wir gratis nach Kanada reisen. Zumindest fast gratis. Wir müssen, glaube ich, 10 Euro pro Tag bezahlen, beziehungsweise 10 Dollar. Und können dann da angeln. Und hier unten sehen wir auch schon unser Feuerwerk, das haben wir auch bekommen. Da können wir dann ein bisschen Feuerwerk am Wasser machen. Das hat noch einen netten Nebeneffekt, aber zu dem kommen wir später noch. Und ansonsten gibt es natürlich hauptsächlich neue Fische. 16 an der Zahl. Das ist eine Menge. Kann ich eigentlich hier nochmal meine Info anzeigen lassen von dem letzten Update? Ich glaube nämlich nicht. Freunde. Ja, Freundesliste gibt es tatsächlich auch. Ja, sehen wir es schon. Freundschaftsanfrage. Oh, ich habe eine neue Freundschaftsanfrage. Hallo. Erstmal annehmen. Und, ja. Ah. Hier kann man das auch adden. Alles klar. Ich hätte wieder gedacht, es geht aber über Chatbefehle wie private Nachricht. Aber das hier sind dann halt tatsächlich die ganzen Steam-Freunde, die übernommen werden. Und dementsprechend kann man dann hier auch suchen und wahrscheinlich Anfragen verschicken. Das hat noch einen netten Nebeneffekt, den wir uns gleich auch nochmal angucken können. Kann ich jetzt hier direkt joinen? Ich kann ein Geschenk versenden, alles klar. Chatten kann man noch nicht anscheinend. Macht aber nichts. Wir wollen jetzt natürlich erstmal Fische fangen. Dazu gehen wir hier schön nach Alberta, Kanada und reisen dahin. Wir dürfen vorher nicht die Lizenzen vergessen, aber ich habe die schon gekauft. Die sind auch im Angebot, also gar nicht so teuer. Das heißt, Weihnachten steht vor der Tür, da sind sie großzügig und wir können das natürlich direkt ausnutzen. So, dann gibt es hier einen Spot, zu dem wir gleich hingehen werden. Das ist die Hütte des Weihnachtsmanns. Mehr gibt es hier nicht. Wir können also nicht irgendwo anders hinlaufen. Aber der Spot ist ziemlich groß. Und deshalb halb so schlimm. Ist auf jeden Fall ziemlich kalt hier. Minus 8 bis minus 5. Macht Sinn, wenn Schnee liegt. Und hier bis zu 0 Grad, wenn Wolken sind. Aber wir haben sonnigen Tag. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann steht da Chatroom. Und dann können wir den joinen. Wir haben gerade gesehen, zwei Freunde von mir sind hier an dem Gewässer. Aber nur einer ist jetzt hier verfügbar. Wahrscheinlich deshalb, weil der andere Chatroom voll ist, ist er nur bis 20 Plätze maximal begrenzt. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da irgendwie was über die Steam-Gruppe auch regeln, dass ich sage, wann ich zock und dann könnt ihr da joinen. Aber geht halt dann, ich kann halt nicht irgendwie einen Raum reservieren oder so und dann sagen, ja, ihr kommt da rein, also wenn er voll ist, ist er voll. Deshalb ist das vielleicht auch ein bisschen blöd, aber wie gesagt, müssen wir mal gucken. Ich gehe jetzt erstmal in so einen zufälligen Chatroom rein und dann schauen wir uns mal am Gewässer um, da sind wir auch schon und hier sehen wir, ja, hier flauschige Bommelärmel, die wir hier haben. Mal kurz den Chat hier aus. Da sehen wir aber schon ein paar Fische, die hier zu fangen gibt. Quappe, Fellforelle, amerikanischer Seesaibling, den wir gleich hoffentlich fangen werden. Die Fellforelle ist hier relativ oft aufgelistet und die war am Anfang auch ziemlich heiß begehrt, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so. Warum? Sehen wir vielleicht zwischendurch, deshalb möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten.
Ich habe auf jeden Fall schon eine Trophäen-Fellfrolle gefangen und auch paar normale. Das werde ich alles am Ende vom Video schneiden, falls ich im Video keine fange. Also keine Panik. Die gibt es auch in einzigartig, aber dazu werde ich wahrscheinlich kein Video machen. Es sei denn, ich fange die durch Zufall. Aber auch der Grund, der kommt auch später ran. Wir sind jetzt hier erstmal an einem Steg. Können hier den ganzen Steg hier rumlaufen, beziehungsweise den ganzen Wasserweg hier. Der Steg ist eigentlich da vorne. Aber überall hier können wir rumlaufen und uns frei bewegen bis zu diesem Zaun und bis zu der Mauer da hinten halt. Und hier ist die Hütte vom Weihnachtsmann mit einem Tannenbaum und einem Geschenk, das wir nicht vor Weihnachten öffnen dürfen. Also Weihnachten gibt wohl irgendwas hier für uns geschenkt. Was eigentlich ganz nice ist, finde ich eine gute Aktion und dem aufmerksamen Beobachter fällt auf, dass hier ein paar Kajaks rumliegen. Also vielleicht auch nochmal ein kleiner Teaser in Richtung Boote. Ich glaube nicht, dass die schon zu Weihnachten als Geschenk irgendwie kommen. Wäre natürlich nice, aber rechnen würde ich damit nicht. Dann kann man auch nicht enttäuscht sein. Aber wie wir schon sehen, auch hier die Klamotten, je nachdem, was man jetzt anhat, sieht man jetzt zumindest an der Armbekleidung hier. Ist auch schon mal ein nettes Feature. Aber nicht unbedingt vonnöten. Trotzdem nice gemacht. Und das Fell hier so ähnlich. Sieht auch die Fellforelle aus. Vielleicht ist es sogar Fellforellenfell. Wer weiß es, ne? Vielleicht trägt der Weihnachtsmann sowas hier. Die Fellforelle ist irgend so ein mystischer Fisch. Stand in der Info, die am Anfang aufploppt, nach dem Update, der gefährlicher als ein Yeti ist und was weiß ich, ja, so sah er auf jeden Fall auch aus, eher so wie so ein aufgeplatzter Hamster, aber was soll's, Hauptsache was zu fangen und wir starten mit dem Equipment, würde ich sagen. Haben wir gerade zwar schon in der Hand gehabt, aber wir gucken es natürlich nochmal an, die Tora 92, Exterminator 5500, wie schon gesagt, ich habe mir keine neuen Routen gekauft oder so, Fluoro 028, geflochtene würde wahrscheinlich auch gehen, aber bei forellenartigen Fischen nehme ich immer Fluoro-Schnur. Und weil wir Saiblinge und Lachse fangen wollen, denn die gibt es auch neu, die atlantischen Lachse. Deshalb heute mal mit der Fluoro-Schnur unterwegs. Dann nehmen wir hier den Medium Spoon 14 Gramm 3.0. Aber ihr könnt auch hier die Spinner nehmen, ist auch gar kein Problem. Trotzdem werde ich jetzt hiermit starten und dann hoffen, dass ich was fangen werde. Ich stelle mich hier mal ganz an den Stegrand links und werfe einfach mal da Richtung Felswand. Und dann machen wir es einfach mal schön mit Stop and Go langsam durchs Wasser auf Stufe 2. Bremse ein bisschen weiter offen. Haben wir da direkt den Biss da gehabt oder was? Oder war das nur ein kurzer Hänger? Denn die gibt es hier tatsächlich auch ziemlich oft. Weil das hier anscheinend sehr felsig ist. Aber wir haben schon mal den ersten Fisch direkt an der Leine. Der ist doch schon mal ganz gut und der hört sich auch gar nicht so klein an. Also wird wahrscheinlich schon der erste Seesaibling sein. Das ist schon mal ein guter Start, würde ich sagen. Also ihr könnt auch direkt hier morgens 5 Uhr. Die Beißzeit ist zwar noch nicht ganz so gut. Laut Diagramm zumindest. Aber tatsächlich fängt man die schon ab morgens 5 Uhr ohne Probleme. Und wir werden jetzt hier mal schön ausdrillen und dann unseren ersten Fisch hier an Land ziehen. Von den Seesaiblingen gibt es auf jeden Fall auch Trophäen. Von den Lachsen vermute ich auch mal. Habe aber noch keinen im Chat gelesen, glaube ich. Zumindest nicht bewusst, wenn, dann habe ich es übersehen. Ob es Einzigartige gibt, kann ich nicht sagen, aber ich würde fast denken, dass es die gibt. Aber wie die zu fangen sind, weiß ich noch nicht. Hier kommt erstmal der erste Seesaibling, glaube ich. Auf jeden Fall ein forellenartiger Fisch, beziehungsweise ein lachsartiger. Und das sieht nach dem amerikanischen Seesaibling aus. 4,2 Kilo, 216 Erfahrungspunkte. Und da haut einer Feuerwerk raus. Ja, genau dann, wenn ich die Rute nicht im Wasser habe. Schnell mal reinhauen. Aber wahrscheinlich jetzt zu spät. Denn das ist das große Geheimnis bei den Fellforellen. Können wir kurz den Chat jetzt einblenden. Da geht nämlich los. Feuerwerk abgeschossen und die Fellforelle hängt am Haken. Die beißen tatsächlich nur, wenn einer ein Feuerwerk abschießt. Pantoffel, du bist ja der Pro. Auf jeden Fall. Da hat Gringo direkt mal recht. Das war für die größeren Fische weniger XP kriegt.
Ist mir noch nicht aufgefallen. Aber hier sehen wir, nach dem Feuerwerk Fellforelle, Fellforelle, zwei Stück. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass eine Fellforelle ohne Feuerwerk gefangen wurde. Das ist das Geheimnis. Deshalb werde ich das nie auf Video drauf bekommen. Außer ich habe Glück, dass ich gerade irgendwie zum rechten Zeit an rechten Ort bin und dann direkt die Fellforelle an den Haken bekomme in einzigartig. Ob es dann für die Einzigartigen irgendwie spezielle Zeiten gibt oder so, das weiß ich noch niemals. Wie gesagt, man kann es halt schwer testen, weil man halt auf das Feuerwerk angewiesen ist. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt permanent bleiben oder nur während der Weihnachtstage beziehungsweise bis zum neuen Jahr oder so. Wegen dem Feuerwerk halt. Aber finde ich eigentlich, die Idee finde ich eigentlich ganz nett, dass man quasi den anderen Spielern so eine Art Geschenk machen kann. Ja, also man kann ja natürlich sowieso Sachen schenken durch die Freundesliste, auch wenn man bis jetzt, glaube ich, nur Feuerwerk verschenken kann, also keine Items oder so. Aber dass man quasi das Feuerwerk zündet und die anderen dann die Fellforellen fangen. Natürlich nicht jeder, ne, aber wenn der Köder zumindest im Wasser ist, während es knallt, dann hat man auf jeden Fall die Chance, dass eine Fellforelle anbeißt. Und so kann man das machen. Ich habe es noch nicht geschafft, schnell genug selber dann auszuwerfen und eine zu fangen, wenn ich selber ein Feuerwerk zünde. Deshalb glaube ich nicht, dass das funktioniert. Außer man ist schon ziemlich schnell und hat extrem viel Glück. Wobei, vielleicht geht das eine Feuerwerk länger. Das kann natürlich sein. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Können wir vielleicht mal am Ende vom Video machen oder so. Aber erstmal gucken, ob wir hier noch was kriegen. Teilweise beißen die tatsächlich erst relativ nah. Hat mich jetzt... sorry. Hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass die da hinten schon gebissen hat. Aber umso besser haben wir zumindest schon mal den Saibling erwischt. Das heißt, wir können eigentlich auch direkt zum Lachs wechseln, damit wir die zumindest safe haben. Und dann können wir immer noch rumprobieren, was so noch geht. Wir können es auch kurz mal gucken, was das für Belohnung gibt. Wobei können wir machen, wenn wir den Lachs gefangen haben. Für den Lachs wechseln wir aber das Equipment. Zack. Und zwar auf Pose. Das ist der falsche Köder, meine Freunde. Und der falsche Haken. So, 4-0er Haken. Wollen da große Lachse fangen. Und den Shiner dran. 2,50 Meter tief ist gut. Phoenix für 50, Exmeter 5500 habe ich dran. 0,23er geflochtene. Können wir, glaube ich, auch eine dickere drauf machen. Aber wird schon irgendwie reichen. Und damit können wir... Alter, geil. Ich habe jetzt hier 50 von 49 oder was? Nice, nice. Ah, weil ich den großen Schicker jetzt hier reingepackt habe. Scheint wohl ein bisschen buggy zu sein. Macht aber nichts. Das ist auf jeden Fall unser Setup. Das nehmen wir jetzt auch noch in die Hand natürlich. So, kurzer Ruckler. Und dann werfen wir einfach mal nach da hinten aus. Am besten über 30 Meter. Das war vielleicht ein bisschen kurz. 28. Ja, gucken wir mal, ob das auch klappt. Normalerweise eigentlich immer so zwischen 30 und, was weiß ich, 37 Meter oder so, sag ich mal. Also kommt es auf einen Meter genau nicht an. Deshalb warte ich jetzt mal kurz, ob das bei 28 auch klappt. Aber da hinten am anderen Ufer ist tatsächlich ziemlich tief das Wasser. Wenn man jetzt da mit dem Medium Spoon hinwirft oder mit dem Spinner oder mit was weiß ich was für einem Köder, dann merkt man das schon, dass es da extrem tief ist und der lange absinkt. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt zu kurz geworfen, um den Lachsbiss zu bekommen. Deshalb mache ich das einfach nochmal neu, bevor ich jetzt hier vergebens warte und da gar nichts kommt. So. Lieber zu weit werfen, dann kann ich nämlich noch reinholen, als zu kurz wie gerade. So, mal auf 34 Meter und dann warten wir, ob da nicht ein Lachs vorbeigeschwommen kommt, der unseren Shiner zum allermeisten schön findet. Ihr könnt natürlich auch die großen L-Ritzen gehen, nehmen, aber kosten halt Gold und die Lachse bringen kein Gold, deshalb bisschen Verschwendung. Ansonsten könnt ihr auch die Kunstköder nehmen.
Mit dem Spinner könnt ihr die fangen. Mit Medium Spoon habe ich jetzt eingefangen, aber meistens habe ich da die Seesaiblinge dran, deshalb nicht ganz so erfolgreich. Aber wir kommen zumindest schon mal ein Biss da. Gucken wir mal, ob das ein Lachs ist, der gleich hängen bleibt. Sieht ein bisschen schlapp auf die Beine aus. Deshalb könnte unser Haken jetzt zu groß sein. Ja, der ist auch weg. Keine Ahnung, was das für ein Fisch war. Denn die Lachse, schon in Malgröße, die haben eigentlich so 3-4 Kilo und die sollten den Haken schon ordentlich runterbekommen. Da kommt der nächste Biss. Ja, der sieht schon etwas besser aus. Der könnte vielleicht abziehen. Und da müssen wir nur den Anschlag setzen und den nicht verschlafen. Noch will er aber nicht. Die Fische sind im kalten Wasser natürlich auch nicht so schnell, aber jetzt zieht er ab und dann können wir den hier schön ausdrillen. Da wird die Schnur direkt mal rot, aber das macht uns natürlich gar nichts. Den Lachs, den drillen wir ganz safe aus. Da wird nichts abreißen. Aber ich hätte noch gerne so Weihnachtsmann-Handschuhe. Das wäre natürlich richtig nice. Sieht ein bisschen blöd aus hier mit den blanken Händen und dem Fellpuschel da, aber was soll's. Wir werden jetzt hier erstmal den Lachs rausziehen und dann haben wir den auch abgehakt von den neuen Fischen. Das heißt, zwei. Ja, jetzt kommt natürlich wieder das Feuerwerk, wenn ich hier nichts im Wasser habe. Das ist natürlich wieder super. Pech muss man haben. So, atlantischer Lachs. 3,7 Kilo, 266 Erfahrungspunkte. Packen wir in die Tasche und dann können wir uns mal kurz angucken, was die beiden bringen an Geld. 43 und 38. Also, zurzeit lohnt sich das natürlich, weil man halt keine Reisekosten hat. Deshalb kann man die eigentlich ganz gut fangen. Wir können mal kurz in den Chat gucken. Da wieder Feuerwerk. Dann fange ich den Lachs und dann die beiden anderen die Fellforelle. Also so klappt's hundertprozentig. Aber wir hatten halt Pech. So, was versuchen wir jetzt noch? Jetzt könnte man auch versuchen, ein paar Quappen zu fangen. Dazu packen wir mal unseren Jig-Head raus. Vorfach ist zu leicht. Ja gut, macht mir jetzt gerade mal wenig. Ich hoffe einfach mal, dass das irgendwie reicht von der Wurfweite her. Und dann gucken wir mal. Ich habe noch nicht so viele Quappen gefangen, aber angeblich sollen hier an der Wand stehen. Also gucke ich mal, ob die da stehen. Ich habe eine auf Crankbait tatsächlich erwischt. Aber weil das eigentlich eher Grundfische sind, war ich doch etwas verwundert, dass ich die da bekommen habe. So, Freunde, jetzt könnt ihr gerne Feuerwerk zünden. Jetzt bin ich bereit. Die haben auch die Physik der Ruten und Schnur nochmal bearbeitet. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen locker lassen, dann sehen wir, dass die Schnur so ein bisschen wellig ist. Wie halt so normale monofile Schnur in echt auch, die lange auf der Rute, auf der Rolle ist und dann abgelassen wird. Die ringelt sich ja auch immer. Da war ein Ruckler und da war auch ein Biss und da kommt der Hänger. Alles klar, also der Biss war schon mal da. Was genau das war, weiß ich jetzt natürlich nicht. Könnte sein, dass das vielleicht die erste Quappe war. Aber das werden wir natürlich nicht wissen. Interessant wäre jetzt zu sehen, ob das bei einer geflochtenen Schnur auch so wäre. Oder ob die halt nicht so kraus ist und dann gerade bleibt. Aber das werde ich jetzt nicht testen. Denn ich möchte lieber noch hier einen Fisch fangen. Auf jeden Fall haben wir schon mal die zwei Hauptfische hier gefangen. Der dritte Hauptfisch, der kommt auf jeden Fall ans Ende vom Video noch. Mit der Fellforelle. Und ansonsten gibt es hier halt so Quappen und Saukarpfen und was weiß ich. Werden wir auch noch mit Sicherheit alles sehen. Wenn ich das jetzt nicht mehr hinbekommen sollte, eins zu fangen. Aber
Ich war halt erstmal die ganze Zeit darauf fixiert, die anderen Fische hier zu überlisten, die wir jetzt schon gesehen haben. So, nochmal da hinten zur Wand. Da haben wir einen Biss bekommen, also muss da wohl irgendwo ein Fisch zu holen sein. 2-0er Haken, das war jetzt auch nicht so groß, dass der den nicht schlucken könnte. Die Quappen, die ich gefangen habe, die waren alle so um die 1 bis 1,5 Kilo. Also sollte das eigentlich machbar sein. Aber ich bekomme gerade keinen Lift and Drop hin. Ah, jetzt haben wir's. Aber nur kurz. Dann ist es direkt wieder weg. Ja, aber diesmal scheint auch kein Biss zu kommen. Ein bisschen wählerisch, die Guten. Aber ist natürlich auch wieder der Vorführeffekt. Aber vielleicht beißen die auch näher dran. Also warte ich nochmal ein bisschen. Ähnlich wie die Saiblinge. Vielleicht dann erst ein bisschen später hier vor den Füßen. Aber die wollen gerade nicht, wie ich das möchte. Also lassen wir die erstmal in Ruhe und versuchen nochmal einen Saibling zu fangen. Denn die kann man auch in Richtung anderes Ufer fangen und nicht nur in Richtung Felswand hier. Eigentlich sind die relativ weit verbreitet und gestreut. Deshalb könnte man die... Oh, da schwimmt einer hinterher. Nein, ich habe ihn rausgezogen. Ich habe nicht gesehen, was das für ein Fisch war. Sah eher aus wie ein Saibling als wie eine Quappe. Aber hat uns leider hängen lassen. So, wir können mal den Crankbait versuchen. Einen von den neuen hier. Okay, habe ich jetzt natürlich nicht mit. Hervorragend. Der ist also auf der Strecke geblieben, als ich meine andere Jacke angezogen habe. Das macht aber gar nichts. Weil... kostet ja nichts. Gehen wir einfach mal wieder zurück. Und packen den ein. So viel Zeit muss sein. Ist natürlich hier mein Kescher noch hier kaputt. Richtig nice. Erstmal reparieren. Zack. Und dann... Ne, da nicht. Hier müssen wir hin. Packen wir erstmal welche weg. Welche packen wir denn weg? Bassstecks. Die brauche ich auf jeden Fall da nicht. Die kann ich sowieso mal wegpacken. So... weg mit dem ganzen Zeug und dann packen wir hier mal die Crankbaits ein und reisen da erneut hin und können mal versuchen, ob wir zumindest mit denen noch was fangen. So, ah, jetzt ist der Raum hier auch wieder frei. Jetzt sehen wir uns jetzt da wieder zwei Räume zur Verfügung. So. Jetzt könnten wir eigentlich auch versuchen, das Feuerwerk zu zünden und gleichzeitig dann auszuwerfen. Aber ob das klappt, wage ich fast zu bezweifeln. Den hier wollten wir draufpacken. So, ich hoffe, dass das eine Feuerwerk halt einfach ein bisschen länger geht. Da sehen wir auch schon weiße Saugkarpfen. Die gibt es hier durchaus zu fangen. So. Warte mal. Das sind die, die ich immer habe. Die sind nicht so lang. Und die habe ich noch nicht versucht. Das heißt, die werde ich jetzt mal hier aufstellen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, ruckel, ruckel. So, können wir selber noch einen fangen oder nicht? Okay, war auch nicht so lang. Ja, das hat natürlich nicht gereicht, um eine zu überlisten. Schade, schade. Die Trophäe habe ich auf jeden Fall auch hier auf dem Steg gefangen.
Aber ich glaube, das spielt absolut gar keine Rolle, wo man gerade mit was angelt. Die gehen auf alles drauf, was sich bewegt. Können wir kurz in den Chat gucken. Da, Fellforelle. Wo ist denn mein Feuerwerk gestartet? Achso, das zeigt sich ja nicht an. Ja, stimmt. Wenn man das selber hochschießt, dann steht das da nicht. Deshalb konnte man das jetzt nicht sehen. Aber ich kann mal schnell fragen, wo einer Feuerwerk hat. So, da werfe ich schon mal meinen Köder aus. Hoffe, dass irgendeiner Feuerwerk am Start hat und wir dann eine fangen. Ja, gute Frage, wie man da dran kommt. Also das Feuerwerk, das gibt es natürlich für das Premium-Ding, was wir schon gesehen haben im Premium-Shop. Aber ich glaube, man hat auch 5 am Anfang standardmäßig, die man verballern kann, weil als ich das gestartet habe, das erste hatte ich nur tatsächlich die 5 und ich hätte eigentlich 2 Feuerwerksorten bekommen müssen und die hatte ich nicht im Inventar. Dann kam nachher nochmal ein kurzer Patch raus und nachdem hatte ich das. Also glaube ich, dass jeder 5 standardmäßig hat und dann das restliche Feuerwerk nur so ein Bonus ist quasi für die Lizenzen beziehungsweise für den Premium-Account oder wenn man sich Geld besorgt. Okay, geht gleich los. So, dann hoffen wir mal, dass wir diesmal Glück haben und eine erwischen. Dann könnten wir das einfach mal jetzt hier in der Aufnahme noch versuchen. Das wäre natürlich nice. Ansonsten, wie gesagt, schneide ich das ans Ende sowieso noch dran. Also ich habe ja schon ein paar aufgenommen. Auch wenn das Feuerwerk, glaube ich, nicht mit drauf ist jedes Mal. Beziehungsweise gar nicht. Aber ihr könnt mir glauben, dass das so funktioniert. Und die meisten wissen sowieso schon, da geht das Feuerwerk los. Wir haben Leck und wir haben Fisch. Das heißt, wir könnten, wenn wir Glück haben, die Fellforelle gehakt haben. Da springt auf jeden Fall hinten schon mal ans Land. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das sieht sehr gut aus. Da sollten wir die Fellforelle in der Aufnahme noch erwischt haben. Und da ist er. Der kleine Hamster explodiert. Passend zu unserem Armschmuck. Einmal kurz bedankt. So, und damit beenden wir das Video. Denn Fellforelle ist im Sack, die anderen beiden auch. Und damit haben wir das erste Ziel erfüllt. Wie gesagt, ihr könnt auch einzigartige Fellforellen fangen, aber das ist leider, wie gesagt, nicht so leicht. Oh, er will nochmal Feuerwerk machen. Dann versuchen wir es nochmal, unser Glück. Vielleicht erwischen wir dann die einzigartige. Okay, wir sind jetzt schon ein bisschen zu spät, glaube ich. Schade, schade. Aber macht nichts. Wir haben ja eine gefangen. Und die einzigartige muss man dann tatsächlich Glück haben. Wie gesagt, die erste, die ich gefangen hatte, war direkt eine Trophäe. Von daher möglich ist alles, aber
dafür jetzt das ganze Feuerwerk rauszuhauen, bis zum geht nicht mehr. Gerade wenn man das nicht irgendwie für Ingame-Währung kaufen kann, sondern das tatsächlich dann Realgeld kostet. Ist dann vielleicht die andere Sache, aber nichtsdestotrotz. Nettes Gimmick, wie ich finde. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann mit Sicherheit noch ein paar Mal hier wieder zum Quappenangeln, zum Saukarpfenangeln und was die alles rumschwimmen. Hechte gibt es hier auch. Ob ich die fangen werde, weiß ich noch nicht. Können wir vielleicht irgendwie mal nebenbei noch machen. Vielleicht natürlich dann auch noch Trophäen, Saiblinge und Lachse, beziehungsweise einzigartige, sobald ich rausgefunden habe, wie das geht. Und ansonsten sage ich Petri Heil und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.